Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen gruseligen Folge Dämonik Manor 2. Ja, hier sind wir wieder. Leider. Ich habe gerade nochmal aufgenommen. Ich war kurz vorm Ziel, also, beziehungsweise, ich habe soweit alles gelöst. Ja, könnte man so nennen. Dann bin ich gestorben. Ich habe mir dann danach, also die Folge ging nur ganz, ganz kurz. Aber ich wollte das Ganze auch nicht nochmal machen. Und dann haben wir beziehungsweise, also dann sind wir halt gestorben. Deswegen ging die Folge auch ganz, ganz kurz. Dann habe ich mir eine Folge angeguckt, wo das ganze Spiel durchgespielt hat. Alter, das war so ein dummer Fehler von mir. Ich hätte ganz easy da durch ich hätte gewonnen. Und dadurch, dass ich das gerade gesehen habe, die Folge, weiß ich, dass das hier die letzte Folge sein wird, außer ich verrecke, was hoffentlich nicht passiert, weil ich habe mir die Folge angeguckt. Ja, ich habe gemogelt, aber ich habe es vorher schon aufgenommen. Aber ich tue einfach so, da ich es noch nicht aufgenommen habe, ja? Ist das so okay? So, Hallöle. Also dieses Spiel ging echt ganz, ganz kurz. Da muss ich mir heute ja ein neues Spiel runterladen. Das wird lustig. Hallo. Jetzt hier wieder rein. Boah, kriege ich das Ganze überhaupt nochmal zusammen? Wie das alles? Ich weiß es doch selber nicht. Aber 3 Folgen von diesem Spiel, okay. Wenn man meint. So. Deswegen wird diese Folge auch sehr kurz. Aber ich verspreche euch. Ich weiß nicht, was ich euch versprechen soll. Da hinten müssen wir dann hinlaufen, wenn wir wieder verfolgt werden. Lol, ne? Aber sie ist ganz langsam, hoffe ich mal. Also im Video war sie ganz langsam. Boah, ich kann mich gar nicht bewegen, wenn er das macht hier. So. Hier brauchen wir nur den Schlüssel. Jetzt kommt sie wieder. Da hinten kommen wir irgendwie gar nicht mehr rein. Oder? Nee, das bin ich. Nee, gell? Da bin ich, glaube ich, nicht mehr reingekommen. Nee, da kommt man nicht rein. Jetzt müssen wir hier runter. Und glaubt mir, sowas habt ihr noch nie gesehen. Also, ihr kennt ja bestimmt, Friedhöfe, ne? Die sind so draußen in der Natur. Ja. Gell? Aber gut. Man macht das auch hier so. Gell? Also nur so. Dass es jetzt hier das Letzte sein wird, was wir jetzt hier machen. Und zwar gehen wir jetzt hoch. Ich erkläre euch den Plan. Wir gehen da hoch. Da, wo die Tür war, wo wir nicht rein können, steht die dann. Dann müssen wir schnell zu der einen Tür da laufen. Ich werde mich 100% verlaufen. Aber, naja.
Das war mein Problem. Die stand da, sie hat geschrien, ich bin zurückgegangen, dann wollte ich wieder raus und dann war ich halt Game Over, weil sie verfolgt ja dann ein. Und ich wusste das halt nicht. Mein Herz schlägt gerade, weil ich es 100 pro verkacken werde. Warum gibt's hier denn keine Map? Scheiße, wo war das? Ach, scheiß drauf, ich renne. Nein? Steuerung, die Steuerung, die Steuerung. Nein? Wo sind wir? Scheiße, ich bin in der Sackgasse. Ja, ich bin in der Sackgasse. Ich sag doch, ich verlaufe mich. Ich muss mir die Map nochmal angucken. Was heißt also dem Weg? Warte mal. Wo war der Schlüssel nochmal? Da, gell, ja. Wo ich zittere gerade. Jetzt haben wir es aber versprochen. Ich habe noch nie bei so einem Horror-Game gezittert. Es war jetzt nur so Aufregung. Aber ich zittere gerade wirklich. Ich habe zwar noch nicht viele Horrorspiele gespielt, aber wenn ich bei einem Horrorspiel zittere. Ja. Ja, immerhin wird dann die Folge nicht zu kurz. Ist ja nur ein Spiel. Ach nee, ja, stimmt ja, wir müssen zur Kiste. Warte mal, also da ist die Kiste. Ich muss mir noch mal den Weg angucken. Nein. So. Hallo, warum nimmst du die nicht? So. Weil das Ganze so schön war, machen wir das Ganze jetzt hier nochmal, ne? Gott, ey. Womit habe ich das verdient? Jetzt hängt das Spiel hier etwas. Hui! Vor allem, wie dieses Geräusch erst so spät kommt. So, also wir müssen hier rein. Dann merke ich mir das. Dann hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Und da vorne. Okay, merke ich mir. Einfach hier lang und da dann. Gut. Einfach ignorieren. Hilft zwar nicht immer, aber ich komme mir so betrunken zuvor. Hey, ich bin betrunken. Deswegen sehe ich hier so Geister. Erinnert mich irgendwie an meine Ex-Frau. Meine Damen und Herren, seid ihr bereit, wie ich jetzt nochmal verkacken werde? Also ich gehe da raus und dann. Scheiße, ich werde wieder mich verlaufen. Das auch so. Aber es passiert eh nichts Schlimmes. Ich muss den Ausgang. Bitte. So, jetzt. Ja, du mich auch. Keine Sorge, die ist eh lahmarschig. Da ist die Tür.
Ich sehe sie. The End. Oh mein Gott, ey. Ich zittere immer noch. Das, meine lieben Freunde, das war das Spiel. Also der zweite Teil. Ich bin am Überlegen, ob ich den ersten Teil auch noch spielen werde. Mal gucken. Aber vielleicht ein paar Monate später. Ich will nicht mehr von der Karte haben. Oh mein Gott. Es war ein sehr kurzes Spiel, aber ich meine, ich zittere. Ist vor Aufregung, aber ich finde, sowas muss in ein Horrorspiel sein. Ja, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, danke, dass ihr bis zum Ende zugeschaut habt, wenn ihr noch da seid. Ja, oh, ich weiß gar nicht, was ich jetzt gemacht hätte, wenn ich den Weg wieder nicht gewusst hätte. Ich weiß auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns zu einem neuen Horror-Let's Play. Und dann würde ich sagen, bye und bis zum nächsten Horror-Spaß. Keine Ahnung. Bye.